Das Cover vielleicht noch, wir sind gerade auf der Kamera. Danke dir. Einfach hinlegen. Naschfabrik. Thema top. So. Pluspunkt. Dann kommen wir im Prinzip zu einer Art Überraschungsspiel, weil wir das selbst erstmal ein bisschen länger gar nicht wussten, dass das eine der Herbstneuheiten von Asmodee ist. Ist von einem kleinen Verlag, Funny Fox, ist kein Entwicklungsstudio, also ein lizenziertes, übersetztes Spiel, von einem kleinen Verlag, ich glaube aus den USA, und heißt Naschfabrik. Wir sind nämlich in einer Bonbonfabrik. Und die Berner kennt ja garantiert auch diese Bonbons, die man hier so sieht, die dann auch so geschnitten werden. Das sind auch die, die man immer auf dem Jahrmarkt kriegt oder hier auf dem Weihnachtsmarkt. Diese schönen, festen, blumpen Zier oder Zähne kaputtmacher. Das sind ja keine blumpen Zier, das müsstest du sie ja kauen. Ist für 2 bis 4 Personen und sehr schnell gespielt in 15 Minuten. Am Anfang bekommt jeder 6 Karten. Wenn man zu zweit spielt, haben wir wieder einen virtuellen Spieler, den wir einfach hier hinten aufbauen. Das heißt, da legen wir verdeckt 6 Karten hin. Und genau, dann kann es im Prinzip losgehen. Es gibt hier noch ein goldenes Bonbon. Wer kennt Willy Wonka sozusagen? Aber das ist ja Golden Candy Cane. Genau, das kriegt man nur, wenn man den letzten Bonbon aus der Mitte nimmt. Dann ist das Spiel rum und dann kriegt man den goldenen Candy. Ansonsten, wenn die letzte Karte gezogen wird, dann kriegt aber den Golden Candy keiner. Wir haben hier Auftragskarten. Die sind verschiedene Siegpunkte wert. Auch die Bonbons sind Siegpunkte wert. Das sieht man hier 1, 2 und 3. Und auch die Auftragskarten. Und das hier heißt zum Beispiel, ich will genau diese Reihenfolge der Bonbons haben. Ich darf das aber auch drehen. Das wäre also hier erfüllt auf dem Förderband. Ist das. Und bei der da darf ich mir die Farben aussuchen für den einen. Und ansonsten waren das schon alle Regeln, wie die Auftragskarten funktionieren. Wenn ich dran bin, dann kann ich entweder eine Karte von meiner Hand ausspielen. Das mache ich jetzt gerade mal. Und zwar sollte man die Dreier vielleicht ziemlich am Anfang spielen, weil danach werden die schwieriger zu erfüllen sein. Ich spiele mal die hier. Dann nehme ich mir die Bonbons, die diese Karte erfüllen. Das ist dann der hier und der hier. Und dann wird die Lücke geschlossen. Ups. Mhm. Das hat jetzt gerade nicht so ideal gefallen. Die sind klebrig wie Bonbons, muss sein. Und dann darf ich jetzt aber noch die Funktion dieser Bonbons ausführen. Das heißt, je nach Bonbon-Ding darf ich gleich was machen. Und zwar beim Plus ziehe ich eine Karte vom Nachdeckstapel. Das mache ich. Dann habe ich das Plus ausgeführt. Beim Minus ziehe ich eine zufällige Handkarte eines Mitspielers. Und ich glaube, die kommt, warte, muss ich jetzt gerade gucken, aber ich meine, die kommt unter den Stapel. Nee, die kommt in die Schachtel, also die ist raus. Und bei dem hier legt die letzte Karte, die ein anderer Spieler schon erfüllt hat. Also man hat hier so einen Stapel wie bei Heckmeck. Die oberste könnte ich jetzt auch einfach aus dem Spiel nehmen. Genau. Das habe ich gemacht. Die Bonbons liegen jetzt vor mir, als auch die Karte. Das sind meine Siegpunkte am Ende des Spiels, vielleicht. Das war die eine Aktion, die wir haben. Wir können auch, wenn wir keine Handkarten mehr haben, Bonbons zurückgeben. Beliebig, 1, 2 oder 3. Wir können sie auch aufteilen und tun die außen hin und kriegen dann so viel Karten. Aber dann verlieren wir halt Siegpunkte. Aber wenn wir keine Zugmöglichkeit haben, ist das eine Möglichkeit. Oder aber, wenn wir keine Bonbons haben, dürfen wir auch einfach eine Karte ziehen. Das war's. Das sind alle Möglichkeiten. Mehr Regeln hat das Spiel nicht. Ganz einfach. Und dann gibt es halt diese Sonderfähigkeiten, die stehen hier auf dem Blatt. Wir haben noch 2 nicht erwähnt. Es gibt den Pfeil. Da legt ein Bonbon der gleichen Farbe von deinem Mitspieler zurück. Das heißt, wenn die Berna den Pfeil nehmen würde hier, dann müsste ich einen Bonbon zurücklegen von Rosa, weil der Pfeil auf Rosa ist. Und es gibt noch den Tauschpfeil. Da kannst du deine Handkarten mit einem Mitspieler tauschen, also mit mir oder auch mit dem dritten virtuellen Spieler. Und solltest du das machen, wenn du keine Handkarten hast, musst du eine Karte, darf er dann behalten, der Mitspieler. Und das sind alle Regeln. Mhm. Vorsichtig. Vielleicht schieben wir jetzt erst. Okay. Ich muss den blauen wieder zurücklegen. Ne? Ich glaube, du darfst jetzt sogar aussuchen, links oder rechts. Aber kann ja relevant sein. Ja, aber natürlich. Nachziehen tun wir nur, wenn wir Bonbons zurückgeben. Zum Beispiel. Oder wenn du gar keine andere Möglichkeit hast und keine Bonbons hast. Dann nehme ich mal die hier, weil wie gesagt, die sind schwer zu erfüllen, die Dreier. Ist logisch. Männer immer weniger. Mhm. Habt ihr auch erfüllt. Und die lege ich jetzt auf meine andere. Das heißt, wenn die Berner jetzt eine abschmeißen müsste, müsste sie die nehmen. So kann man natürlich einen Dreier schützen. Das macht ja großen Sinn.
So, und ich darf minus minus, das heißt, ich darf dich jetzt zwingen, eine Karte abzuschmeißen. Nein, nein, minus nein, nee. Von meiner Handkarte. Handkarte, genau. Kannst du gerade zwei zufällige machen und ich darf eine ziehen. Hast du recht. Die kommen einfach raus. Das war ja das andere Symbol. Du hast voll und ganz recht. Ja. Mhm. Da zwingst du mich, eine Karte abzuwerfen einmal. Ja. Und die Dreier sehe ich gerade, sind einfach nur drei Siegpunkte. Das ist ja auch eine Sauerei. Ja. Da machen natürlich diese Pfeile jetzt gleich Sinn. Hm. Wenn ich den jetzt auch kriege, dann mache ich doch mal. Spiele ich den hier, nehme die zwei, habe die beiden Pfeile, du musst... Eine blaue, eine rote. Oder? Genau, einen blauen und einen pinkenen Bonbon wieder zurückgeben. Das könnte ich ja natürlich immer so legen. Du, darfst du aussuchen, wo ich hinlege, oder darf ich aussuchen? Lege einen Bonbon. Achso, warte mal. Ich gucke gerade, ob du. Genau, das müssen wir kurz noch nachgucken, ob du aussuchen kannst oder ich. Matthias, hallo Matthias. Oh, was zum Naschen, sagt er. Warte, das muss ich gerade gucken. Wo steht's? Das Bonbon muss dieselbe Farbe haben. Lege den Bonbon des Spielers. Nee, ich darf es aussuchen. Dann, dann nehme ich natürlich den da. Ach so. Logischerweise. Ja, blau ist keine Auswahl. Ja. Ich will natürlich dir den Dreier klauen. Und nicht den anderen. Wenn ich jetzt nicht kann. Dann kannst du Bonbons zurückgeben, um eine Karte zu ziehen. Oder die dritte Option war nur eine Karte ziehen. Zieh eine einzige Karte, falls du weder Bonbons hast. Nee, wenn du Bonbons hast, musst du sonst Bonbons zurückgeben. Das heißt, wenn du wirklich jetzt keine erfüllen kannst, kann keine erfüllen. Dann musst du ein oder zwei Bonbons zurücknehmen und ziehst ein oder zwei Karten. Je mehr Bonbons, umso besser, umso mehr Karten kriegst du. Das heißt, du hast dich relativ blank gespielt. Auch nicht naja, gut. Du hast mir ja drei Karten geklaut. Das stimmt. Ich schäl mich. Du, willst, du kannst auch den anderen zurückgeben. Nein. Jetzt willst du nicht. Okay. Die kann ich aktuell nicht erfüllen. Die auch nicht. Die geht... einmal müsstest du Violett abgeben, hast du nicht. Und eine Karte aus deiner Hand, zufällig. Ja gut, es endet, ich sehe schon, es endet damit, dass ich gleich nur noch Karten ziehe, weil ich nichts mehr machen kann. Das werden wir sehen. Na gut, die ist ja leicht zu erfüllen. Ich muss einen, du darfst dir aussuchen, aber die sind beide identisch. Links oder rechts? Was bringt dir mehr für deine Karten? Du hast keine Karten. Die kriege ich immer noch nicht hin. Ah, ich hätte was anderes Cleveres machen sollen. Ach, ich war dumm. Kriege ich die hin, wenn ich jetzt clever agiere? Ich spiele mal die. Nehme die beiden raus. Man kann ja auch mit durch Aufträge wiederum andere erfüllen, wenn der Mitspieler nichts macht. Du müsstest einen gelben abgeben. Und dann nehme ich natürlich den Dreier. Ja, muss ich den abgeben. Ja, und kriegst eine Karte. Die du nicht gleich ausspielen darfst, weil das war dein Zug. Die ich auch nicht erfüllen kann. Ja, dann hast du gleich den dritten. Den haben wir ja noch nicht gemacht. Aber ich habe mir jetzt das Clever hier zurechtgelegt. Ich kann die hier nehmen. Die sind natürlich mächtig, die bringen wenig Siegpunkte, aber ich krieg so immer wieder Karten auf meine Hand. Du musst deine zufällige abschmeißen, es tut mir leid. Und jetzt hat die Berna die dritte Option, weil sie hat keine Bonbons mehr. Das heißt, in diesem Fall darf sie eine Karte einfach nachziehen. Ja, das ist jetzt natürlich ein Perpetuum mobile. Ich kriege keine mehr. Nee, das ist kein Perpetuum mobile. Doch, ist nein, es. Ist es nicht. Wirst du gleich sehen. Ja, werde ich gleich sehen. Ist aber kein Perpetuum mobile. Nein, ach nee. Jetzt du bist noch nicht dran. Dein Zug ist eine Karte mehr. Das wäre nur ein Perpetuum mobile, wenn ich dir dauernd auch die Handkarten klaue. Und auf die musst du vielleicht gehen. Das mache ich jetzt mal als Beispiel. Also erstmal klaue ich dir die obere. Aber ich mache jetzt Kartentausch. Das heißt, ich tausche meine drei Karten mit den sechs, die hier liegen. Und damit habe ich wieder viele Handkarten auf der Hand. Und das kannst du natürlich auch machen. Du kannst ja mit mir tauschen. Ja, das mache ich jetzt auch. Hast du eine erfüllt? Genau, und jetzt kommt der Fall, die Berna hat keine Handkarten, das heißt, sie darf eine behalten und alle anderen kriegt die Berna. Und damit ist sie wieder komplett im Spiel.
nicht, ja. Jetzt habe ich nämlich das gleiche Problem wie du, aber ich habe ja Bonbons ohne Ende. Ich suche mir mal einen beliebigen aus. Ich nehme den. Und dann bist du. Mhm. Wirkt sehr konfrontativ, aber auch sehr einseitig. Sagte Matthias gerade. Ja. Das konfrontativ ist es definitiv. Nee, es ist auch einseitig, wenn du mal in diesem Spirale bist. Ist es schwer, wieder rauszukommen. Es ist schon, es geht tatsächlich, aber es ist nicht so einfach. Naja, es geht direkt mit einem Tausch. Aber ja, du klaust dir dauernd Sachen, also es ist sehr konfrontativ. Ist ein Familienspiel. Da eine, ein rosanes, ein blaues weg. Welche? Ein Dreier wahrscheinlich. Und vielleicht willst du es dir beliebig hinlegen. Und was man auch nicht vergessen darf, Matthias, auf der Schachtel steht extra 15 Minuten. Aber ich weiß, was du meinst. Aber es ist ein Spiel, das geht anscheinend ratzfatz. Also, wir haben jetzt gerade mit Erklärung erst 10 Minuten. Ich habe keine Handkarten, aber ich kann ja jetzt Bonbons abgeben. Dann nehme ich jetzt natürlich die Einser und vielleicht die Einser, die mir nicht Karten klauen. Das wär fit. Weil dann lege ich ja wieder Minus hin, die Berner wieder nehmen kann. Also nehme ich jetzt die Einser, die alle Plus-Symbole haben. Ich glaube, das ist mir lieber. Damit ziehe ich 3 Karten, gebe aber der Berner keine Möglichkeit, mir Karten zu klauen, mehr als vorher. Das macht auch noch Sinn, das steht übrigens auch in der Anleitung, man muss überlegen, was man wieder zurückgibt. Aber in der Chance ja, war die Berner halt natürlich nicht. Aber ich gebe jetzt natürlich keine zurück, die ich nicht, wo sie mir schadet, wenn es geht. Ja, du musst eine blaue abgeben. Eine blaue was? Cut. Eine blaue Bonbon. Das sind alles Einser. Willst du bestimmen? Einen, wo du mir wieder eine Cut klauen kannst. Oder den Tausch, aber den würde ich dir vielleicht... Achso, ja doch, den kannst du. Außen. Naja, ich weiß. Und was war der andere? Der andere war, ist eine rosane Karte zerstört. Eine rosane. Nee, deine Karte zerstört. Karte, ja. Was will ich denn so? Die Frage. Spiel mal die 3. Den hier und darf den Cut aus der Mitte ziehen. Muss auch plus ziehen, eine Karte von 80 Stapel. Dann schütze ich meine 3 mit einer 2. Die Berner darf eine zufällige aus ihrer Hand entfernen. Wir nehmen hier aus der Mitte Geld raus. Ich bin mal gespannt, ob es endet durch die Karten. Sind nicht mehr so viele im Spiel. Oder durch das Bonbon. Ich kann nicht. Es endet, wie gesagt, bei der letzten Karte. Dann einfach Punkte zählen. Oder aber, wer das letzte Bonbon nimmt, dann kriegt derjenige noch 3 Punkte extra. Den Dreier, Karte ziehen. Was man auf jeden Fall macht, ist durch Wegnehmen wieder Kombos zu schaffen für eine weitere Karte. Das sollte man so spielen. Die Frage ist, ob man das immer schafft. Nein, die hätte ich gebraucht. Krieg 2. Du musst noch 2. Was? 2 Bonbons abgeben. Dreier. Jo. Und welchen blauen? Und du darfst es noch beliebig anlegen. Wie du nee, so du darfst anlegen, oder nicht? Nee, du. Ich darf anlegen. Das Spiel hat auch die Variante, dass man ohne diese Eigenschaften spielt, dann legt man sie einfach so hin. Dann bringen sie keine Punkte. Oder dass man oben die Eigenschaften nur mit Punkten spielt, aber ohne diese ganzen fiesen Sachen, die wir hier gerade dauernd machen. Du bist dran. Was wahrscheinlich die Schnelligkeit des Spiels nochmal erhöht. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Dann nehmen wir mal den dazu. Ich ziehe eine Karte. Das war jetzt nicht so clever von mir, aber okay.
bei einer Karte. So kriege ich jetzt keinen Zug mehr hin. Ein wenig später rein. Muss man eine Karte ausspielen, wenn man was erfüllen kann, oder kann man auch verzichten? Verzichten geht nicht. Du musst eine Handkarte abwerfen. Du musst also entweder musst du einen Auftrag erfüllen, das heißt eine Karte auslegen und erfüllen, oder du musst Bonbons abgeben, um Karten zu ziehen, 1 bis 3. Wenn du keine Bonbons hast, dann kannst du auch eine Karte nachziehen, aber dann darf man keine Bonbons haben und die haben wir ja. Was, wie viel muss ich wegziehen? Eine Karte abschließen. Okay. Das läuft aber gerade auch überhaupt nicht. Tja, wenn ich 3 reinlege, erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass du eine schaffst. Es sind nur noch 2 Karten, nur mal so. Ich könnte jetzt auch das Spiel beenden, indem ich die Karten ziehe. Ja. Dann kriegt keiner den Bonus. Ja, Mama vielleicht. So, lese ich gerade nach, aber ich meine, wenn ich die letzte Karte gezogen habe, so rum. Ein Spieler die letzte Karte vom Nachtischhabel zieht. Hier bekommt niemand das goldene Bonbon. Genau. Und jetzt zählt man einfach die Punkte und bei Gleichstand gewinnt der, der mehr Bonbons hat. Also alle Bonbons zählen und alle Karten jetzt einfach zählen. Sagen, es geht an die Bernhard. 33 habe ich. 47. Ja, 33 zu 47. Wie gesagt, die Anleitung bietet auch eine Variante an für Jüngere. Oder halt, wenn man es nicht so aggressiv macht, indem man sie einfach dreht. Dann geht es nur darum, die Farben hinzubekommen und man kann halt nicht weiter Karten bekommen. Außer man gibt Bonbons ab. Das ist die Variante. Oder man dreht sie und ignoriert den Effekt, aber die Siegpunkte nimmt man noch. Oder was hier anbietet, die Anleitung, man kann sich einfach Sachen rausschmeißen an Effekten, die man nicht möchte. Ne? Zum Beispiel, das geht auch. Das sind die Varianten, die das alles gibt. Dann kommen wir doch gerade mal dazu, außer auch hier wieder, es geht ja mit bis zu 4 Personen, aber ich glaube, bei dem Spiel macht es jetzt gar nicht so viel aus. Ich glaube, es kommt nur noch mehr Chaos rein, wenn mehr Personen spielen. Wie gefällt uns das denn? Ja, tatsächlich habe ich am Anfang gedacht, man kann sich rausschießen, aber nee, kann man tatsächlich nicht. Habe ich doch gesagt. Geht, man kommt dann doch immer wieder rein. Weil ja die Kernmechanik ja, ist, zieh eine Karte ja, und wenn richtig. Du eine Karte erfüllst, kriegst du eine zweite Karte. Ja, dann, ja. Ja, das war, ich hab das nur nicht gleich geschnallt, dass man natürlich dann sinnvollerweise solche Sachen hier macht mit einem genau. Tausch. Ja. Das hätte ich sonst vielleicht schon eine Runde davor gemacht. Hm. Ja, also rausschießen kann man sich nicht, okay. Aber es ist mega aggressiv, auf jeden Fall. Definitiv. Das heißt, wer solche Sachen nicht mag, wie ich habe mir gerade was... Drecksau zum Beispiel ist auch so ein ziemlich aggressives Spiel. Ich habe mir gerade was geholt und dann ist es wieder weg und ich sitze am Ende vielleicht doch wieder mit nichts da. Mhm. Was halt relativ schnell auch passieren kann, dass du ganz schnell wieder mehr oder weniger ohne Bonbons da sitzt. Gut, du hast deine Karten, aber auch die kann der Mitspieler ja noch rausziehen, wenn er das möchte. Also geht schon in die Richtung von diesen Ärgerspielen à la Uno. Also wo du ständig auch den Mitspieler attackieren kannst, wobei man kann es ein bisschen beeinflussen zu zweit, indem man die Minus schon mal nicht mehr reintut, weil garantiert wird der Mitspieler nicht unbedingt die Karten tauschen wollen oder nicht mehrfach, aber im 4-Personen-Spiel klappt das auch nicht so gut. Ja, wobei ich glaube... Dann verteilt sich es mehr vielleicht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, im 4-Personen-Spiel geht es relativ flott immer auf denjenigen, der gerade führt. Also das heißt, es trifft halt relativ schnell immer jemand anderen. Geht es dann halt mal, ja. Da zack, der Andi hat jetzt viel und schnell weg und dann ist wieder der Nächste, hat viel und dann gehen wieder alle auf den. Im 2-Personen-Spiel ist es halt sehr, weil ja kein anderer da ist, kann ich ja nur auf dich kloppen. Dementsprechend ist es da natürlich schon sehr
gegen den anderen Spieler. Also das muss man mögen. Also Matthias schreibt auch, habe auch gedacht, dass man sich totspielen kann. Hat aber gut wieder funktioniert. Nee, also ich glaube, man kann sich hier nicht totspielen. Wie gesagt, weil wenn man gar nichts machen kann, zieht man eine Karte. Okay, sagen wir mal, man zieht nicht die ganz einfachen, sondern man zieht die schlimmen. Das, die hatte ich jetzt gezogen und du ziehst 4 Stück davon. Irgendwann mal wird es aber funktionieren. Ja. Und dann bist du wieder drin. Aber ja, wenn du die Dreier ziehst, ist das natürlich doof. Ich meine, es gibt dann schon, es kann natürlich schon so Situationen geben, wo du mal 3-4 Runden nichts machst, außer eine Karte ziehen. Ja. Und das wird im Verlauf taktischer, fragt der Matthias. Ja, es ist schon taktischer, indem du die Dreier präferierst. Und vielleicht noch so clever, ich hatte zum Beispiel eine Karte, da musste irgendwie blau zusammenkommen. Dann versuchst du natürlich, dass die hier irgendwie verschwinden. Ja, das habe ich schon auch gemacht. Damit das passiert. Aber wenn dein Mitspieler auch so eine Karte hat, es hat vorhin, ich habe ja vorhin immer wieder einzelne reingetan. Ich habe natürlich immer so welche reingetan, dass ich eine Karte erfüllen kann. Aber die Berner hat immer wieder 2 rausgenommen. Hat nicht funktioniert. Ne? Aber man kann es so natürlich spielen. Grundsätzlich habe ich das natürlich auch versucht. So ist es ja nicht. Ich habe dann schon geguckt, was habe ich für Karten, wo muss ich was rausziehen. Du hast mir halt alle aus der Hand getauscht. Deswegen hatte ich nicht mehr so viel Auswahl und du viele. Ja. Also ich finde es nicht schlecht. Ich finde es schon auch einen netten Absacker, aber ja, es ist schon richtig fies. Ja, also ich glaube, es ist ein gutes Familienspiel, weil immer Leute denken, dass Familienspieler ja gar nicht fies spielen. Gar nicht. Wenn ihr an den ganz typischen Gelegenheitsspieler denkt, der spielt ja Uno und so, Quatsch, nicht, ja, der spielt Uno und Mensch, ärgere dich nicht und Malefiz und sowas. Also die ganz, ganz typischen Gelegenheitsspieler. Das heißt, die sind Frust gewohnt. Also auch kurz vorm Haus rausschlagen und sowas und feiern das ab und haben dann eine Mega-Gaudi. Und deswegen laufen ja so Spiele wie Drecksau und Munchkin und so Ärgerspiele, die laufen ja immer ganz gut in so Dingern. Und auch wir haben das jahrelang sehr gerne gespielt. Das hat bei uns nur mit der Zeit, glaube ich, wie bei allen vielen Spielern ein bisschen abgenommen, dass wir ein bisschen mehr Spieltiefe präferieren gegenüber nur aufs Maul. Wobei zur richtigen Zeit, ne, Absacker oder reinkommen spielt oder wenn man Leute hat, die noch nie was gespielt haben, ist es ja immer ideal. Ich muss sagen, das Material ist halt echt ganz schön. Das Material ist cool, weil der Preis ist 18 Euro und das Material ist echt schick. Also es sieht halt aus wie die Bonbons und ich weiß nicht, was das ist. Aber ja, ich denke Plastik. Fühlt sich nach Plastik an. Ist aber mit Offset-Druck drauf gemacht, also der ist auch spürbar. Ich glaube, das hält vieles aus. Gut, die Karten natürlich dann nicht. Aber auch die Karten sind kaschiert. Also sind keine, wie heißt denn das? Das sind keine Bonanza-Karten hier mit das, was dann draufgepresst ist. Ich weiß schon. Also Papierkarten und dann ist noch dieses, ich will Leder sagen, aber Leder ist falsch. Leinen-Image drauf. Sondern das sind hier tatsächlich ganz glatte, kaschierte Karten. Die sind nicht Full Plastik, aber so ein bisschen Flüssigkeit halten die aus, wenn sie nur kurz reinkommen. Sollte also materialtechnisch für 18 Euro kann man nichts sagen. Genau, hab gesehen, dass du am Ende deine Karten in der Mitte kreiert hast, um was nehmen zu können an die. Oder Azul. Oh, kann man das fies spielen. Material sieht cool aus. Ja, also wäre bei mir jetzt so ein Spiel als Absacker immer gerne, wenn ich jetzt so ein paar Spieler am Tisch hätte, die wissen, wie man Brettspiele spielt, würde ich das vielleicht jetzt nicht präferieren. Also da gibt es ein paar andere Gaudi-Spiele. Ich glaube, wer unseren Stream gesehen hat, da haben wir mit der Laura und mit dem John gespielt. Pupu Pets. Da ging echt die Wutz ab. Das ist eher noch chaotischer. Aber ich glaube, die würde ich dann sogar noch mehr präferieren. Also wenn ich so Leute habe, wo ich nicht weiß und du willst einfach Stimmung in den Raum kriegen, präferiere ich weniger sowas, wobei das Spaß machen kann und nicht verkehrt ist. Also es wäre ein tolles Familienweihnachtsgeschenk für Leute, die nicht so oft spielen und die gern so Ärger-Set-Spiele mögen. Ist das ein wunderbares Spiel. Aber wenn man einfach nur möchte, dass Stimmung aufkommt, ist für mich immer noch, obwohl es, glaube ich, wieder nicht mehr erhältlich ist, ganz weit oben. Pit heißt das damals von Repos, gibt es aber auch von anderen Verlagen. Ich glaub, man kann's aber die Geräuschkulisse ist da einfach immens laut. Ja, ja, ich finde halt bei so einem Spiel, das hat halt ein hohes Frustpotenzial. Ja. Ich meine, ja, man kommt schnell wieder rein, also es ist nicht so frustig wie ich bin dann raus. Aber es hat trotzdem ein sehr hohes Frustpotenzial, weil man doch, keine Ahnung, du sammelst das Zeug an, du denkst, ich habe gerade, was weiß ich, 3 coole Karten gespielt und habe mir mein Zeug zusammengesammelt und in die nächste Runde bist du es wieder los. Ist halt schon, also das muss man abkönnen, sage ich mal so. Was ein bisschen komisch ist, dass halt gleich in der Anleitung für die kleinen Naschkatzen, für die größeren Schleckmäuler und freie Variationen,
also direkt drei Sachen drin stehen, die im Prinzip die Grundregel komplett nichtig machen, nämlich diesen Ärgerfaktor komplett rausnehmen oder sagen, macht was Eigenes daraus. Ich hatte mal früher irgendwo gelernt, wenn ein Spiel zu viele Varianten hat, sagt es eigentlich, der Autor hat nicht die optimale Kombi gefunden. Aber auch da, wenn jetzt einem das stört, steht ja auch hier drin, kann man natürlich hier das Karten wegschmeißen und das Minus ignorieren. Und könnt sagen, nee, wir spielen ohne die zwei. Steht in der Anleitung drin, aber ist nicht die Kernvariante. Also wir haben jetzt hier die Kernvariante gespielt. Also es ist auch möglich, wenn man ohne die zwei spielt und ohne den, dann hast du halt keinen Ärgerfaktor drin. Dann hast du nur das Set sammeln hier. Geht. Oder du sagst, wir spielen mit den Bonbon-Rückgabe. Aber dann ist es halt im Prinzip so ein bisschen so ein, wie heißt denn das, wo du die Dinger rausnimmst, die dann zusammenklacken, das Computerspiel. Dinge, die du rausnimmst, ja, also wo du dann, wenn du dann, keine Ahnung, in deiner Linie ein Ding gesammelt hast, dann gehen die doch weg und dann rutschen die anderen. Tetris. Keine Ahnung. Die Dinger, die zusammenklacken, dann gehen sie weg. Ja, das ist doch auch so ein Bonbon-Verschnitt. Du hast doch da deine... Ach so, ja, wo du die mit der Kanone schießt. Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Also ja, das war Naschfabrik, kann man kaufen. Kleines Jux- und Gaudi-Spiel. Bernhard ist jetzt gerade schon am Kind gucken. Das heißt, wir haben es optimal wieder hingetimt, dass wir zwei Spiele spielen konnten, bevor ein Kind wach wird und wieder von einem Elternteil zur Ruhe gelegt wird. Schönes, kleines Jux- und Gaudi-Spiel. Man muss die richtige Zielgruppe dafür haben, dann passt das. Und wenn ihr halt wisst, so Spiele meide ich wie die Pest, weil macht euch keinen Spaß, dann Candy Crush. Ja, genau, Matthias, danke. Dann ist das nichts für euch. Eindeutig nicht. Ich finde das Handling auf jeden Fall cool. Der Preis vom Material ist auch vollkommen in Ordnung. Und ob einem so Spiele liegen oder nicht, das wisst ihr viel besser als wir. Ich würde sagen, zur richtigen Situation. Aber ich verwende lieber andere Aufheizer für Leute, die erstmal reinkommen müssen oder so, wo ein anderes Feeling kommt als jetzt sowas. Aber verkehrt ist sowas natürlich auch nicht. Ja. Genau, das war ein Asmodee-Spiel, was sehr kurzfristig für diesen Herbst angekündigt worden ist und optisch auf jeden Fall auch was hermacht. Also das merkt man tatsächlich in den letzten Jahren auf jeden Fall, dass alle Verlage, ich weiß, dass wir immer als Spielekäufer immer meckern über die Preise, alle Verlage tun aber nicht nur durch die Rohstoffe ihre Preise erhöhen, das ist der eine Grund, ne, wegen Holz ist teurer geworden und Papier, aber wir sind inzwischen auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was Materialqualität anbelangt. Und das sieht man hier wieder ich denke mal, das ist ein Kleinauflagenspiel. Ich weiß nicht, ob es ein Kickstarter war. Das würde es vielleicht erklären sonst. Aber ich denke nicht, dass das hier ein Standard-Spielelement ist, was so super günstig ist, weil die sind verdammt dick. Also wenn ich davon drei nehme, sind die so dick wie mein Daumen. Die sind wirklich dick. Ist fast ein Zentimeter, hätte ich jetzt fast gesagt, oder ein halber Zentimeter, was die an Dicke haben. Ich halte hier jetzt gerade mal drei nebeneinander in meine kleine Kamera rein. Die sind wirklich ziemlich dick. Das heißt, das ist Top-Materialqualität, was natürlich ihren Preis hat. Und dann kostet so ein Ding hier mit Karten 18 Euro. Das ist schon mal was vom Preis. Auch wenn wir teurere Spiele haben, teureres Material, wir müssen uns echt... Können wir uns echt nicht beschweren. Ich weiß immer noch, wie mir immer wieder Leute aus dem Ausland sagen, in Deutschland sind Spiele echt günstig, weil wenn du ins Ausland fährst, Frankreich, Italien, USA oder sowas, wird das Spiel hier dann wahrscheinlich locker 20, also nicht 20, sondern 30 Euro kosten. Die sind dann einen Zehner über unseren Preisen. Finde ich auch mal wieder erwähnenswert, wenn man sowas hier, wie das sieht. So ein kleiner Mitnehmer für 18 Euro, was man ohne Probleme beim Spielereinkauf einfach mal mit einkauft. Ist schon sehr interessant vom Material. Wie seht ihr das eigentlich? Gut, jetzt haben wir diesmal nicht so viele Leute im Live-Chat. Was für Material macht euch denn da so an? Meidet ihr sowas dann eher, weil Plastik und Umwelt und so? Oder sagt ihr, nee, genau das macht mich an? Ich persönlich stehe ja extrem auf Holz und Metall. Sind aber selten, also Metall wird außer in Münzen relativ selten verwendet. Und ich habe ein großes Faible für... fällt mir gerade der Name nicht ein, die Heckmecksteine sind aus, da ist auch das Hive aus demselben Material, Bakelit habe ich ein ganz großes Faible, finde ich ein tolles Material, was ja plastikähnlich ist, aber sich nochmal edler anfühlt, in meinen Augen. Was ist denn da bei euch so beliebt? Wenn ihr das Video nachträglich guckt, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren,
wieder so die Szene denkt, tatsächlich, könnten wir eigentlich auch mal einen Podcast drüber machen, über Spielmaterial beliebt und selten. Hab mir gerade durch einen Blogartikel vom dem Über 80 Blog vom Wieland habe ich ein Spiel entdeckt, was Feuer als Element verwendet, und Feuer ist verdammt selten in Spielen. Ich habe eins, und das war auch vom selben Autor tatsächlich, der mit diesem Teelicht im Waldschatten oder so heißt das, glaube ich. Und das gibt es auch mit bemalten Plan, mit einem illustrierten Plan, das habe ich mir jetzt bestellt. Und er hat tatsächlich ein Spiel nochmal mit Feuer, was aber nochmal deutlich teurer ist, in so einem feuerfesten Basin. Ich weiß nicht, aus was das ist, aber aus irgendeinem Stein, und hält halt Feuer aus. Und da legt man Zündschnur, also Kerzenschnur. Und zum Finale, wenn man fertig ist, das ist ein abstraktes Spiel, muss man es schaffen, dass wenn man das mittlere unter Feuer setzt, dass seine Feuerschnur es schafft, ein Ende, ein Streichholz zu entzünden. Und das habe ich mir jetzt gerade bestellt, das wird noch hergestellt anscheinend, aber in Einzelanfertigung, je nach Bestellung. Finde ich ein extrem seltenes Element in Spielen. Und hat mich angefixt als Sammler natürlich, ein Spiel zu haben mit Feuer. Das ist natürlich cool. Steht aber natürlich auch drin, mit Kindern nur mit elterlicher Aufsicht spielen, was logisch ist. Aber sowas fixt mich dann immer an, wenn es so kreative Ideen gibt. Finde ich immer sehr cool. Hab tatsächlich ja auch in meinem Fundus, einfach weil ich es damals lustig fand und es den einen James-Bond-Film gab, habe ich auch ein Elektroschock-Spiel, wo man innerhalb kürzester Zeit reagieren muss, wenn die Musik aufhört und nicht zu früh. Und wer als letztes drückt, kriegt einen kleinen oder, wenn man es einstellt, einen größeren Elektroschock. Muss man die richtige Zielgruppe für haben, wo man sowas spielt. Aber ich fand die Kernidee mal ganz lustig, auch ein Spiel zu haben, wenn einer mal kommt, was so ausgefallen ist da. Und dann zu sagen, ich habe auch eins, wo du einen Elektroschock kriegst. Ich wollte das nicht mehr mit Berner spielen, weil die habe ich wochenlang bedüdelt, bis sie es gegen mich spielen wollte. Weil sie sagt, sowas spielst du nicht. Und dann hat sie es gegen mich gespielt und ich habe 8-mal einen Elektroschock bekommen. Da hatte ich keine Lust mehr, es gegen sie zu spielen. Aber für so einen Jux- und Gaudi-Abend... einen albernen Abend, man muss den Leuten aber mitteilen, dass es dann wehtut, kann sowas auch mal lustig sein. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, lass mal. Ne? So, wie kriege ich denn das jetzt wieder in die Schachtel? Das ist gar nicht so einfach, merke ich gerade. Ich könnte natürlich wieder das Inlay rausnehmen. Oder ich muss die Bonbons hier deutlich anders da in die Zipptüte reintun, nämlich genau waagrecht. Okay, ich glaube, ich versuche das mit der Zipptüte nochmal. Und falls Fragen kommen, gerne in den Chat. Ihr seht, ich habe jetzt gerade, ich muss auf die Berner warten. Ich bin in Chat-Live-Feeling gerade und bubble gern mit euch. Übrigens, heute ist eine super tolle Brettspiel-Doku online gegangen. Das haben ein paar gepostet. Das nennt man Karma. Ja, mit dem Elektroschock, ja. Definitiv. Wenn es nicht immer wieder so lustige Ausnahmespiele geben würde, Matthias, die wir dann, um den Loser-Button zu bestimmen, würde ich sonst im schlimmsten Fall sowas mal auf dich packen. Aber das Wasserspiel war untopbar, glaube ich. Was wollte ich gerade? Heute ist eine Brettspiel-Doku online gegangen, und zwar in der ARD-Mediathek. Gibt 3 Episoden. Ich habe bisher nur, weil es heute erst online gegangen ist, Episode 1 und 2 geguckt. Da werden interviewt Julia von Spiel doch mal, der Ben von Frosted Games. Sie haben ein paar Autoren interviewt, zum Beispiel den Klaus Teuber, ein paar Verlage wie Feuerland und Pegasus. Und es ist eine ziemlich coole Doku. Jede Folge geht 30 Minuten. Wenn ihr es finden wollt, einfach ARD-Mediathek in der App oder online. Und dann gebt ihr mal Board, Leerzeichen Games ein. Dann tauchen die 3 Folgen auf. Und in der Episode 1 geht es erstmal generell um Brettspiele, German Board Games, um zu zeigen, dass es mehr gibt als nur das klassische Spiel. In der Episode 2 geht es dann mehr um Spiel des Jahres und Siedler von Catan und German Board Game in den USA. Und Episode 3 habe ich jetzt noch nicht zu Ende geguckt, das kann ich gleich dann nebenbei gucken. Geht darum, dass es auch Spiele gibt, die kritische Themen behandeln, weil es ja auch Kunstobjekte sind. Und da geht es dann zum Beispiel um Puerto Rico, dass in den ersten Auflagen ja auch die Arbeiter, die man einsetzt, die auf den Feldern arbeiten, braun waren und damit eindeutig auch was impliziert haben. Und in der Neuauflage wurde ja dann mal auch die Farbe geändert.
Und da wird halt auch beleuchtet, dass natürlich Brettspiele auch von demjenigen, der es produziert, oder dem Autor oder dem Verlag oder generell, es gibt ja auch viele Werbespiele, sie haben dann ein paar gezeigt, auch aus der Nazi-Zeit ganz kurz in der Doku, aber wirklich nur kurz, dass natürlich auch über Spiele, wie auch über andere Kulturgüter, wie Bücher und Dokumentationen und Schauspiel etc., natürlich auch gewisse Sachen impliziert werden können, ein Bild desjenigen, das natürlich auch eine Beobachtungspflicht haben sollte. Das ist, glaube ich, dann die Episode 3. Die muss ich noch spannenderweise zu Ende gucken. Ihr geht 30 Minuten, ist echt sehenswert, haben sie top produziert, unglaublich gut produziert. Aus der Blogger-Szene ist die Julia dabei, klar, weil sie ja auch zur Jury gehört, Spiel des Jahres-Jury, und der Hunter ist dabei, von Hunter und Krohn, beziehungsweise jetzt Hunter und Friends. Und wie gesagt, noch Verlagsleute, Autorenleute. Ziemlich cool, kann man frei ARD abrufen. Oder HR, glaube ich, geht es auch. Weil es, glaube ich, eine HR-Produktion, aber in der ARD-Mediathek taucht das auf. Kann ich also jedem nur wärmstens empfehlen. Ist echt super produziert. Ich hätte sogar, also wir posten gerade noch eine News, Matthias oder ich, aber erst nachdem wir es geguckt haben, vielleicht, weil kommt jetzt auf ein paar Tage nicht an. Aber ist so ziemlich eine der besten Dokumentationen über Brettspiele, beziehungsweise ein Brettspielbeitrag im normalen Fernsehen, den ich überhaupt jemals gesehen habe. So weit würde ich mich aus dem Fenster wagen, weil meistens, wenn im normalen Fernsehen über Brettspiele berichtet wird, ist das ja sehr lapidar. Ich erinnere mich, dass einer mal eingeladen worden ist, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hat dann bei ProSieben, ich glaube, es war auch Galileo oder was, hatte dann Tipps gegeben, wie man Monopoly spielt oder Schiffe versenken. Ich weiß noch nicht, ob es ProSieben oder ARD oder sowas war. Und ich war ja mit Berner auch mal zu Galileo zu Gast, was uns sehr viel Spaß gemacht hat. Da haben wir ja auch ein Holzbrettspiel vorgestellt, und zwar das, wie heißt es denn, das mit den Treppen? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Und das hatte halt der Stefan Raab gespielt gehabt. Deswegen haben die uns gefunden und haben dann gefragt, ob wir das nicht machen. Aber ganz viel Darstellung von Brettspiel ist ja dann nicht so tiefgehend, wie jetzt tatsächlich diese drei Folgen, die ARD da oder der HR produziert hat. Beeindruckend, dass sie so viel Szeneninformationen da reinpacken. Fand ich sehr beeindruckend tatsächlich. Sehr cool. Auf jeden Fall sehenswert. Ja. Wir können das ja auch in unserem nächsten Podcast erwähnen, Matthias, wenn wir es beide gesehen haben und sagen unsere Meinung zu. Vielleicht findest du es ja nicht so toll. Tamlin Dice, genau, ja, Tamlin Dice. Das war ein Highlight. Extra 2 Stunden angefahren für den Dreh. Ich glaube, 7 Kameras oder 5 Kameras haben sie aufgebaut, plus eine sacketeure Kamera, die in Zeitlupe aufnehmen kann. Sachen abgeklebt in so einem Casino. Die haben sich extra das Casino gefragt, ob sie da drehen können mit uns. Ich glaube, wir haben 6 Stunden gedreht oder was. Und der ganze Beitrag ging halt nur 3 Minuten. Also kann man sich vorstellen, es hat trotzdem extrem Spaß gemacht. Und hey, ich war immerhin im Galileo. Ziel erreicht. Und es war nicht zu Mensch, ärgere dich nicht. Oder zu Monopoly. Aber da merkt man halt auch, ne, dass unsere Szene ja normalerweise nicht so dargestellt wird, wie es jetzt die ARD macht mit 3 30-Minuten-Folgen. Das ist schon echt cool. So viel Zeit kriegst du normal im normalen Fernsehen ja nicht für sowas. Ich weiß nicht, ob die Serie übrigens weitergeht, weil aktuell sind nur 3 Episoden, und ich nicht weiß, ob sie die Serie weitermachen oder nicht. Wird man sehen. Ja, wenn sonst keine Fragen mehr sind oder sind noch Fragen da, könnt ihr immer die Chance nutzen und Sachen reinwerfen. Ich glaube, dann habe ich gerade alles gesagt, was mir aktuell auf der Seele brennt. Die Woche haben wir noch Urlaub. Wie gesagt, morgen muss ich mal gucken. Morgen bin ich tatsächlich beim Arzt. Ich lasse mich röntgen, ob alles gut gegangen ist mit meiner dritten OP und hoffentlich keine mehr kommt. Nur noch in einem Jahr Metall raus. Ich weiß nicht, wie wir es zeitlich schaffen. Vielleicht bin ich zeitlich rechtzeitig zurück, dass wir nochmal was streamen mittags. Abends werden wir sicherlich was streamen zu versuchen. Und dann ist ja schon Donnerstag, Freitag. Da können wir vormittags wieder streamen.
wieder zu Zeiten, wo dann Leute sagen, wer guckt denn dazu? Ja, keine Ahnung, ist uns egal, aber wenn wir halt wegen den Kindern am besten vormittags streamen können in der Woche, wo wir noch Urlaub haben, macht das ja Sinn. Und dann würden wir da vielleicht nochmal was Größeres spielen. Wir haben auch noch ein paar Familien- und Kennerspiele hier, die wir auch noch nicht vorgestellt haben. Und die würden wir dann vielleicht versuchen, Donnerstag oder Freitag zu machen, wenn denn meine Frau Zeit hat, was ich jetzt gar nicht weiß, so auswendig. Das gucken wir dann mal. Und dann ab nächste Woche bin ich dann wieder komplett zurück aus Krankheit und Urlaub. Dann müssen wir gucken, wie man es, dann geht es wahrscheinlich nur noch abends erstmal wieder mit dem Stream, wo wir normalerweise ja mehr Leute erreichen sollten. Aber wir werden versuchen, auch die nächsten Wochen dann immer schön was zu zeigen. Wahrscheinlich immer die Erstpartie, weil wir uns in alles reinfuchsen müssen, aber damit wir halt möglichst viel euch vorgestellt haben und kennengelernt haben, damit wir auch unsere Weihnachtstipps demnächst sagen können, welche Spiele wir empfehlen. Da nichts mehr im Chat sonst kommt, sage ich ansonsten, macht's gut. Hat mich gefreut wie eh und je. Und ja, wir hören und sehen uns sicherlich das nächste Mal. Im Moment findet ihr auf jeden Fall schon mal knapp 80 Videos zu den Neuheiten bei uns, von der Essen-Messe, wo wir gestreamt haben, plus jetzt die paar Tage, wo wir auch noch mal weiter gestreamt haben. Bis dann, ciao, ciao.